Ehrwürdige Stadtmauern, schicke Fachwerkhäuser, Mittelalter zum Anfassen. Hier scheint die Zeit angehalten zu sein. Geprägt vom Deutschen Ritterorden, der die Stadt im Stil der Renaissance gebaut hat, heißt das Städtchen Wolframs-Eschenbach, das bereits Mitte des 11. Jahrhunderts erstmals urkundlich erwähnt wurde, im fränkischen Seenland seine Gäste willkommen. Der historische Marktplatz mit dem Denkmal des Parzival-Dichters Wolfram von Eschenbach bildet das Herzstück des Ortes. Zu Fuß können die Gäste ganz bequem das mittelalterliche Städtchen erkunden, die imposante alte Stadtmauer immer im Blick. Der Literaturweg Franken führt am idyllischen Schießweiher entlang, der zu einer erholsamen Pause einlädt. Seit 2012 gehört auch ein Stellplatz für 24 Wohnmobile zum Ortsbild. Er wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. Entdecken auch Sie das idyllische Wolframs-Eschenbach und lassen Sie sich vom Charme der Parzivalstadt verzaubern.